Ich denke, noch so laut genug. Ja, erstmal bin ich happy, dass wir heute hier gewonnen haben. War auch für uns ein ganz wichtiges Spiel, weil ich denke, dass wir uns jetzt auch, wir haben jetzt die Anfangseuphorie, wir sind ein Aufsteiger. Und deswegen war, dass wir hier auch mal Auswärtspunkte mitnehmen und gerade auch gegen Sandro, die ich denke, dieses Jahr mit uns auf Augenhöhe spielen, war es halt insgesamt schon eine sehr gute Leistung von meiner Mannschaft. Ich bin auch sehr stolz darauf, die Art und Weise, wie wir es heute gemacht haben. Haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, ganz klar, nach zwei Minuten das 1-0 zu machen. Ja, das hat uns definitiv in die Karten gespielt. Wir wussten ja auch, dass jetzt hier, wie es dann halt so ist, wenn man jetzt mit drei Punkten dasteht, noch nicht so, dass da ein bisschen Druck da ist. Und haben uns dann auf Konter dann auch ein bisschen verlassen, haben in der ersten Halbzeit auch, finde ich, ganz gut mitgespielt, haben nicht viel zugelassen, bis auf einen Schuss, bis dann die letzten fünf Minuten vor der Halbzeit. Da muss ich auch sagen, haben wir Glück gehabt. Ja, ganz klar, da hätte auch Salmrohr auf jeden Fall das 1-1 machen können. Dann wäre das Spiel auch vielleicht wieder ein bisschen anders gelaufen. Aber es sind halt so Dinge, wie Fußball halt so ist. Insgesamt sage ich trotzdem, dann sind wir auch rausgekommen aus der Halbzeit. Wir wussten, dass der Gegner noch mehr investiert und versucht dann einen Ausgleich zu machen. Aber meine Jungs haben auch gut dagegen gehalten. Wir waren ja auch ähnlich, wie es mit Salmrohr ist, heute nicht komplett. Und haben uns das dann erarbeitet. Ne? Und wir haben ja die Woche schon auch ein sehr hartes Pokalspiel gehabt, wo die Jungs über 120 Minuten gegangen sind. Deswegen kann ich insgesamt nur sagen, ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft und freue mich halt einfach. Und auch, dass ich hier in Salmrohr nochmal spielen durfte. Ich habe selbst als Spieler hier gespielt. Das ist halt ja auch immer eine geile Atmosphäre mit dem Stadion. Und dann Dankeschön.